Minister Scholz bei der nächsten Bundestagswahl erneut als Spitzenkandidat der SPD antritt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig betonte, sie gehe davon aus, dass er als Kanzlerkandidat ins Rennen gehe. Er müsse dafür aber in seiner Politik und im Auftreten etwas ändern, sagte Schwesig im Deutschlandfunk. Hat sie Covid gesagt. 29. Dort bewertet Frank Capellan im Hauptstadtstudio, ist jetzt in der Leitung. Schauen wir zunächst auf die SPD. Alles wieder gut da. Alles wieder gut, zumindest in Brandenburg. Bei der Bundes-SPD sicherlich nicht. Der Kanzler war ja vorsichtshalber auch schon mal abgetaucht, war nicht bei dieser, man kann ja schon fast sagen, Schicksalswahl auch für ihn in Brandenburg zugegen. Er lebt ja in Potsdam, ist aber zu den Vereinten Nationen gereist. Aber natürlich nimmt er das auch mit Erleichterung zur Kenntnis, dieses Ergebnis. Und in der Unglaublich. Geschichte könnte man sagen, ist es ja Woidkes Wahlkampf, alles auf eine Karte zu setzen, sich maximal von Scholz zu distanzieren, So, von der so. Bundespartei, von der Ampel. Hört, hört. Der hat dazu, diese Strategie hat dazu geführt, dass die SPD bei über 30% gelandet ist. Und Aha. genau das hat nun den Kanzler auch stabilisiert. Ja, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass es jetzt nicht das Verdienst von Olaf Scholz war, Nee, dass nee. Dietmar Woidke diese Wahl Es gewonnen war doch hat. eine Er ist Landeswahl. jetzt bei den Sozialdemokraten Echt bereit, sich in die übel. Tasche zu lügen. In die Ja, das wird Tasche man tun, lügen. würde ich sagen. Die einen, die sagen, nur weil wir einen starken Kandidaten hatten, weil wir Woidke hatten, der sich was getraut hat, der alles auf eine Karte gesetzt Oha, hat, jetzt hat deshalb er ist sich so auf einmal was erfolgreich und getraut. deswegen Hinweis vom Kalender, ist Montagsredaktion. nicht Olaf Scholz, da wird ja immer wieder Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, genannt, Jetzt aber wollen die Sie noch anderen in den Personalpolitik Sachen, die machen. die Tasche lügen, könnte man sagen, die werden wahrscheinlich die Oberhand behalten. Die sagen nun, und das wird In die Scholz Tasche und sein lügen. ganzes Umfeld Ach, Herr tun, Kapellan, Woidke kann, das kann ich auch. bis das Einer raus ist, bist du draußen. der Das wollen wir mal Generalsekretär schwer und auch hoffen. der Parteichef Soll bei Lars der Bild Klingbeil anfangen gestern und schon beim Deutschlandfunk bei aufhören. der Bild, wer Es sieht gebe bestimmt. dringend eine Polarisierung. Scholz gegen Merz. Wer Merz, den CDU-Spitzenkandidaten, den Kanzlerkandidaten, wer den verhindern will, der muss SPD wählen, der muss schon. So ist das. Man muss Ich, SPD wählen. äh, man, man munkelt ja aus Washington oder New York, dass Scholz bei der UN um Asyl nachgefragt hat. Ja, bei solchen Journalisten, diese Schwarzjournalisten, das ist ja unglaublich. Also alles CDU-Männer und die berichten hier. Nein, 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 sorry, sorry. Da war nicht ein bisschen Bericht da. Das war reine Meinung, die ganze Zeit, von Anfang an bis Ende. Ja, also ich finde das desaströs. Ich frage mich da, wo sind eigentlich meine Rundfunkräte, die ja, weil ich Gebühren bezahle, mich da in demokratischen Nee, Gremien stellen? Beiträge, du zahlst einen Beitrag. Ja. Keine Gebühren. Ach Gebühren zahlt so, man bei Beiträge. Leistung. Ja, die Beiträge der Rundfunkräte scheinen aber eher gering zu sein, um auch solchen Journalisten mit ihrem Qualitätsjournalismus mal ja, zu erinnern, was sie eigentlich tun sollen, oder? Ja, die kriegen ja auch nur Aufwandsentschädigungen von monatlich zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Ja, kann man Das nicht jeder ist machen. ein geringer Betrag. Da sollte man vielleicht noch mal was drauflegen, oder? Ja, ein Fünfer hätte ich noch. Ich würde auch dann Rundfunkrat werden. Nee, in meinem Alter nicht mehr. Also ich finde das erschreckend, was da im Deutschlandfunk heute Morgen an Kanzler- und Regierungsbashing abgelaufen ist. Das ist ein Skandal. Das ist mehr als ein Skandal. Das geht so nicht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat als allererste Aufgabe zu informieren. Und nicht meinungsbildend unterwegs zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und dann muss man natürlich Nachricht von Kommentar mal wieder trennen. Aber ich glaube, diese Leute, die sich Journalisten schimpfen, die haben eine Journalistenschule von innen nicht gesehen, so wie manche, die nicht wissen, was eine Hundeschule ist. Ja. Nein, also das geht ja jeden Morgen so, auch im Deutschlandfunk. Das wird dann Journalismus genannt. Ich bin da, um es freundlich zu sagen, ein bisschen verärgert. Und wem das auch so geht, der kann uns auch gerne liken mit dieser Meinung oder gar teilen oder abonnieren. Das, was da abläuft, muss in dieser Form ein Ende finden.
aber sehr deutlich.